Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mir ist aufgefallen, ich habe noch nie in dieser ganzen Zeit, wo es diese Serie hier schon gibt, habe ich noch nie Gentoo Linux vorgestellt und das will ich heute mal nachholen. Gentoo Linux ist eine sehr alte Distribution möchte ich sagen, eine eigenständige Distribution, eine der größten und ältesten, also genauso wie SUSE Linux, Debian Linux, Fedora Linux quasi in einer Liga. Gentoo hat eine Besonderheit, es gibt kein Installationsskript, das werde ich später noch mal etwas genauer beleuchten. Gentoo Linux richtet sich eher an erfahrene Nutzer, die sich ihr eigenes System zusammen konfigurieren wollen, und das geht zum Teil auch mit anderen Distributionen. Bei Gentoo ist das was ganz Besonderes. Es richtet sich eher an erfahrene Anwender, und wenn man das Ganze installieren möchte, dann muss man das Handbuch konsultieren das in verschiedenen sprachen unter anderem eben auch auf deutsch verfügbar ist und ähm, das zeige ich euch später noch kurz die installation zeige ich euch an der stelle nicht was ich euch jetzt als erstes zeige das ist hier die live-distribution von gentoo linux ich weiß nicht genau ob man das damit auch installieren kann das müsste dann aber im handbuch stehen ich denke, dass das eher so eine Art Demo ist, wie so ein fertig konfiguriertes Gentoo aussehen könnte und ja, wir schauen jetzt einfach mal rein. Ich habe das ganze schon äh, gebootet, das habt ihr gesehen und nach dem Booten finden wir einen KDE Desktop vor. Und den wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Per Rechtsklick äh, kommen wir hier in dieses Kontextmenü, das zeige ich auch mal bei der Gelegenheit, weil ich ja hier KDE-mäßig eher etwas ähm, unterrepräsentiert bin in der Serie. Also die meisten Distributionen haben GNOME und ich persönlich bevorzuge das auch. Und bei der Gelegenheit schauen wir uns mal KDE genauer an. Per Rechtsklick können wir das Kontextmenü öffnen: Configure Desktop and Wallpaper, Configure Display Settings. Also im ein Fall können wir uns halt hier ein Hintergrundbild anzeigen lassen. Ein anderes kennen wir alles, auch von Gnome, Spielerei. Muss jetzt nicht sein, aber ähm, hier können wir auch Mouse Actions konfigurieren, Locations, Icons, Filter. Und wir finden hier einen About-Eintrag zur Folder View 3.0. Außerdem können wir äh, die Display Settings vornehmen, also wir können die Auflösung verändern, ähm, die Farben, wir können äh, den Nachtmodus konfigurieren, etc. pp. Interessante Funktion, das kenne ich auch von Mac, dass ich ähm, mir die Farben je nach Uhr... Zeit automatisch einstellen lasse. Beim Mac funktioniert das also wirklich völlig problemlos. Auch sofort. Und hier wird jetzt erstmal eine Weile lokalisiert. Bin gespannt, ob wir das äh, hier auch zum Laufen kriegen. Wir können neue äh, Ordner kreieren, neue Textfiles, neue HTML-Files. Wir können neue Verknüpfungen und neue äh, Verknüpfungen, also Internet. Adressverknüpfungen ähm, konfigurieren. Wir können aber auch auf Programme verlinken, hier auf dem Desktop. Dann können wir Icons automatisch sortieren. Wir können den äh, Desktop natürlich auch aktualisieren. Wir können Widgets hinzufügen und außerdem Panels. Add Widgets sieht zum Beispiel so aus. Wir gehen jetzt hier nicht jedes eigene Programm durch. Wir gucken uns nicht jedes Widget an. Wir klicken einfach mal auf die Analog-Clock und die können wir uns hier dann irgendwo hinziehen. Vermutlich können wir das Ganze dann auch wieder entfernen. Remove. Ja, eine reicht. Widgets also unter KDE. Wir können auch zusätzliche Widgets noch herunterladen. Und dann können wir noch weitere Panels hinzufügen. Also weitere. Task leisten, wenn man so will. Und damit haben wir dieses Kontextmenü eigentlich abgearbeitet und können uns dem Startmenü äh, widmen. Das ist also, wie gesagt, eine Live-Distribution. Wir können uns hier alle Programme anzeigen lassen und alle Programme können wir uns natürlich auch in eigenen Kategorien anzeigen lassen. Also zum Beispiel in der Kategorie Entwicklung finden wir einige Programme, verschiedene Editoren. App-Template-Generatoren, K-Develop zum Entwickeln von Programmen, Advanced Text Editor, KATE, also alles KDE-Programme, die so ähnlich äh, auch unter GNOME dann verfügbar sind, äh, beziehungsweise der adäquate GNOME-Ersatz eben. Education, da ist nur ein Programm drin, nämlich LibreOffice Math. Dann haben wir den Bereich Graphics. Da ist unter anderem abgelegt ein Schrifteditor, ein Image-Editor, nämlich GIMP, GwenView und vieles mehr. ColorPaint, Draw, Ocular als Dokument-Viewer, Digicam, ein Foto-Management-Programm, sowie ShowFoto, ein Foto-Viewer und Editor. Also, das ist hier so umfangreich. Teilweise gibt es ja auch mehrere Programme für die gleichen Aufgaben ich glaube wirklich dass das hier so eine art demo edition ist von gentoo linux. so im bereich internet finden wir einen ähm, rss feed aggregator vor, wir finden den chromium web browser vor, den ich hier unten schon geöffnet habe den gucken wir uns gleich noch an. Außerdem finden wir Falken ebenfalls ein Webbrowser sehr abgespeckt, sehr sehr schnell, viel schneller als Chromium oder Firefox einfach, weil das ein abgespeckter Browser ist. Können wir mal anklicken. Möglich, dass ich den schon mal irgendwann vorgestellt habe. Falken und wir googeln mal was, dann werden wir auf duckduckgo weitergeleitet. DuckDuckGo buckt einige Ergebnisse aus. Das Ganze basiert hier sogar auf Mozilla, sehe ich gerade. Scheint also irgendwie doch was mit Firefox äh, zu tun zu haben, aber soweit ich weiß, ist das ein abgespeckter, ziemlich flotter Browser. Können wir mal noch Bing ansteuern aus Testgründen. Ja, das geht recht flott, aber womöglich auch nicht wirklich flotter als mit Firefox. Weiß ich nicht, müsst ihr selber ausprobieren. Das war der Falcon Browser. Und dann gibt es hier noch einen IRC-Klienten, KDE Connect, KDE Connect SMS, da kann man irgendwie sein Handy mit dem Linux verbinden. Ein Download Manager, ein Mail-Klienten, Kopete, ein Instant Messenger, noch ein IRC-Klient, noch ein IRC-Klient, also das ist definitiv eine Demo der verfügbaren Programme unter Gentoo. Denn hier haben wir auch Links, das ist ein wirklich schneller Browser, ich glaube der in der Konsole. Ich spare mir aber den Klick da drauf. Wir haben hier außerdem den Firefox, Pitkin, WeChat, also eine Menge Auswahl bei Gentoo, was die Software angeht. Im Bereich Multimedia finden wir wieder den Chromium-Browser, der ist hier doppelt verlinkt, außerdem den Elisa Music Player, diverse andere Music Player, ein Brennprogramm, Soundmixer, Videoeditor, Soundeditor, VLC Player. Ein anderer Media Player. Im Bereich Office finden wir vermutlich die verschiedenen LibreOffice Programme, Contact zur Kontaktverwaltung, Kalender, CarOrganizer, CarMail, also alles doppelt und dreifach. Die Bereich Settings beschränken sich eigentlich auf zwei Einträge, nämlich die Druckeinstellungen und die Systemeinstellungen. Die Systemeinstellungen sind so ähnlich wie bei Gnome. Es ist alles relativ strukturiert. Links haben wir ein Menü. Und rechts können wir dann die jeweiligen Einstellungen vornehmen. Notifications, Users und so weiter. Ich werde das jetzt hier nicht alles äh, abarbeiten. Das könnt ihr dann selber machen, falls euch das interessiert. Und falls ihr vielleicht auch mal die Live-CD ausprobieren wollt. Im Bereich System finden wir verschiedene Systemprogramme wie den Dolphin File Manager, ein Partitionierungsprogramm, Process Viewer, InfoCenter, eine Funktion, die uns hier die aktuelle Softwareversion anzeigt, von der KDE Plasma Version, beziehungsweise auch hier die ähm, emulierte Hardware, Systemmonitor, Energie. Detaillierte Informationen zu Devices, Graphics und Network. Das ist das InfoCenter im Bereich System. Noch ein Partitionsmanager. Festplattenauslastung kann man sich mit Car Disk-Free anzeigen lassen. Car Wallet Manager. Ich glaube, das ist ein Passwortmanager. Manager. Menü editor Nochmal Druckeinstellungen, Systemmonitor. Dropdown Terminal, das im Bereich System. Dann gibt es noch die, die Utilities, also die Tools, wie zum Beispiel ein Packprogramm, ein Backprogramm oder Alarmprogramm, wenn man so will. Backup, Car Backup, ein äh, Taschenrechner. Und so weiter. Also kleinere Helferlein unter Utilities, Texteditoren, FIM etc. Dann gibt es hier die Hilfefunktion und das war der äh, bereich applications vom startmenü. dann gibt es hier noch den bereich places. computer history regelmäßig benutzt. und wir können hier den rechner in den schlafmodus versetzen. wir können neu starten und wir können herunterfahren. so viel also zum startmenü. neben dem startmenü sind hier noch einige Einträge angepinnt, eben der Dolphin File Manager, beispielsweise, der sieht so aus, By the ähm, Und Chromium sowie ein Terminal oder wie es unter KDE heißt, die Konsole. Rechts haben wir dann hier die Kontaktliste, Lautstärke-Einstellungen, die angeschlossenen Geräte. Die Internetverbindung, Status und Notifikationen, Schnelleinstellungen, wenn ich es richtig interpretiere. Außerdem Uhrzeit und Kalender. Die stimmt hier übrigens nicht ganz, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Also recht umfangreiche Softwareauswahl unter Gentoo Linux. Und wenn ihr euch jetzt, abgesehen von der Live-Distribution, Gentoo Linux mal testweise vielleicht auf einem alten PC oder so installieren wollt, dann geht ihr einfach auf die Webseite gen2.org und da findet ihr zum einen im Bereich Downloads eben die verschiedenen Downloads, die es gibt. Und da gibt es eine minimale Installations-CD, die nur 388 Megabyte groß ist. Und es gibt sogenannte Stage-Archives. Ich glaube, man braucht die beide. Also erst bootet man mit der Installations-CD, später bindet man das Stage ein. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Das kenne ich alles nur so vom Hören sagen. Und je nachdem, was wir dann für ein System wollen, müssen wir uns eine entsprechende Stage-Datei runterladen. Wenn wir also einen Desktop-Linux wollen, dann eine von den beiden. Und ähm, daraus wird uns dann ein System konfiguriert bzw wir konfigurieren das selber und daraus wird uns dann ein System erzeugt und auf der Festplatte dauerhaft installiert. Und wie das exakt funktioniert, das könnt ihr im Handbuch nachlesen. Sämtliche Downloads hier sind kostenlos, wie das so üblich ist bei Linux und da klickt ihr einfach auf Get Started und da werden euch die verschiedenen Schritte erklärt die Webseite hier, die suggeriert noch, dass das relativ einfach ist. Um weiterzumachen, müssen wir uns ins Gentoo Handbuch begeben und das ist unter anderem, wie schon vorher angekündigt, auch auf Deutsch verfügbar und hier wird euch dann exakt erklärt, wie ihr euch euer eigenes System zusammen konfigurieren könnt und äh, das ist eine Menge Arbeit, das dauert eine Weile und um nicht zu sagen Stunden, vermutlich. Soll sich aber lohnen. Ich kenne einige Leute, die schwören auf Gentoo Linux. Ich weiß gar nicht, ob das äh, noch aktuell ist. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Äh, wenn nicht, dann nicht. Ich wollte das bei dieser Gelegenheit und der Vollständigkeit halber einfach hier mal vorgestellt haben: das Gentoo Linux und. Bin dann an der Stelle auch schon wieder raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat, und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss.